Kann ich einfach nochmal neu laden oder ist der Meteoritensturm anders vielleicht? Weil so habe ich davon, muss ich ja ehrlich sagen, eigentlich gar nichts. So finde ich das doof. Weil so bringt er mir nichts. Spiel laden. Wann ist denn der letzte Mal speichern, bevor der da ist? Ach, das ist am Anfang des Streams gewesen. Ich mach das einfach. Dann gucken wir halt ab hier jetzt. Achso, oh, jetzt habe ich ab hier geladen. Das war natürlich jetzt nicht so klug. Oh, ist einfach hier. So. Dann gucken wir halt ab hier, dass wir. Also, wir gucken jetzt, dass wir diesen einen Turi da mal wegbekommen und dann wissen wir ja auch, wie es geht. Dann macht das, denke ich, nichts. Ja, das war jetzt auch nur eine halbe Stunde, also alles gut. Das kann ich also einfach easy nochmal machen. So, dann machen wir hier mal direkt die Kollektoren hin, damit wir hier einen Totalausfall entgegenwirken und dann wird unser Solarpark eine vernünftige Größe haben. Das machen wir direkt, weil das brauchen wir sowieso. Ja gut, hier unten ist im Moment ein bisschen wenig Strom, also alles okay. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den Meteoritenschauer beeinflussen können oder nicht. Muss sagen, irgendwie fände ich es cool, wenn wir das können. Wenn wir es nicht können, können wir es nicht, bringen das ja trotzdem nach da. Wir machen jetzt hier mal auf dreifache Geschwindigkeit, weil wir wissen ja, was passiert. Und wir nehmen auch jetzt wieder diese Kuppel ans Netz. Für die Vergrößerung der Kolonie ist das ja nur sinnvoll. Eine Rakete mit den vielen Ordern, wenn nicht. Wie gesagt, manchmal ist es Vorteil, wenn man weiß, was passiert. Wenn hier 99% ist, speichere ich auch nochmal ab. Weil, wenn wir wirklich beeinflussen können, wo der Meteoritenschauer ist, sehe ich nicht eine. Dann lade ich halt einfach davon da ab und zu mal neu, bis der mir passt. So nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Aber man muss ja auch nichts hier überstürzen, ne? Obwohl, wenn ich hier diese Rakete order, das ist schon nicht verkehrt gewesen. Die starte ich jetzt schon, weil da sind nämlich keine Touris drin, dann kann ich da diesen einen da mit der Rakete ganz gut retten. Das ist also nicht verkehrt. So. Ja, ich weiß, heute ist damit so ein bisschen der Cheat Day. Wenn ich da diesen Asteroidenschauer wirklich schaffe zu verlagern, ist das so eine Art Cheating, aber wenn das Spiel mich lässt. So. So, warum soll ich das dann nicht benutzen, ne? Wenn mich das Spiel sowieso das, wenn das Spiel mich das lässt, dann mache ich das doch auch einfach. Meiner Kolonie geht's gerade nicht gut, die darf das ruhig mal. Die darf auch mal hier den Cheat Day haben. Prozent. Ja, ich hab das im Auge. Hier ist die Stromproduktion auf jeden Fall auch im vollen Gange. Hier ist auch ein Stromspeicher drum, sodass überfälliger Strom hier gespeichert wird. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. 96, 97, 98, stopp. So, jetzt speichere ich einfach. Ich benutze einfach den automatischen Speicherstand hier. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das nicht positiv beeinflusst haben. Wo denn jetzt dieser Schauer
einschlägt. Okay. Ja, haben wir. Und da unten kann ich ihn noch weniger gebrauchen als da oben. Und deswegen, also der Mars ist groß genug. Gib mir die Möglichkeit. Ja, bevor ich die jetzt auch immer wegschicke, warte ich erst, bis der Meteoritschauer da ist. 99. 100. Wo bist du? Ah, ich wollte nicht in das Menü reingehen, ich will wissen, wo du einschlägst. Ja, das ist, denke ich, okay. Auch wenn da jetzt eine Anomalie spawnt, kriege ich natürlich Oberkrise. Weil die könnte ich ja nicht analysieren, aber... Ich würde sagen, lassen wir erstmal dem Ganzen den Lauf und gucken. Obwohl es bessere Orte gibt, wo der... sein kann. Oder machen wir mal hier nochmal. Oder ich weiß gar nicht, ab wie viel Prozent sich das vielleicht sogar festlegt, wo der Meteoritenschauer ist. Vielleicht kann ich das jetzt auch nicht mehr verhindern, dass das da unten ist, aber ich versuch's einfach mal. So. 99, 100. Und ist er hier unten? Nö, ich glaube nicht, dass der hier unten ist. Also das ist ja mal ein Trick, den finde ich mega cool. Jetzt ist er nämlich da unten stört er mich sowieso nicht. Also kann ich jetzt einfach weitermachen, hier ganz normal. Also den Trick könnt ihr euch vielleicht auch merken, wenn ihr einen Meteoritenschauer habt und der euch speichert einfach vorher ab. Und dann könnt ihr durch Neuladen die Position von dem so ein bisschen beeinflussen noch, dass er euch nicht, ja, komplett aus dem Leben schießt. Die 10 Eisen, da unten ist gerade der Meteorit, na, das lohnt sich jetzt nicht. Aber du kannst hier erstmal noch was sammeln. Und weil du auch gerade hier nichts zu tun hast und ihr sowieso gen Süden müsst, gleich wegen dem Meteoritenschauer, dürft ihr schon mal in die Richtung fahren. Ja, okay, das ist schon klar, weil der Stromspeicher hier noch nicht voll ist. Der Tag war zu kurz. Aber das ist okay. Die Rakete ist gleich da, dann haben wir hier den lieben Herrn, der mir hier immer angezeigt wird. Dann als nächstes auch weg. Und ich habe gerade gesehen, dass die andere Rakete ja jetzt auch schon weg ist. Das heißt, wir haben neue Bewerber und starten die nächste Rakete. Die wir ja definitiv auf dem Mars brauchen. So, machen wir mal ein bisschen schneller hier. Hopp, 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 hopp. Die Bounty lasse ich wieder hier landen, weil da waren ja auch noch Touris. Und ich lasse ich hier landen, dann kann der Stinkstiefel auch weg. Da machen wir mal Nummer 9 hin. New colonists have arrived. Und was ist hier unten bis jetzt gespawnt? Hier sind auf jeden Fall Vorräte gespawnt, das ist... Und wieder despawned, aber hier ist wieder einiges. Das ist sehr, sehr gut. Eine Anomalie wäre nicht schlecht vielleicht noch. Spiel. Sodass unsere Forschung auch einen kleinen Boost bekommt. Das finde ich immer ganz nett. Muss ich ehrlich sagen, weil so Forschungskosten sind so Kosten, die im Moment bei mir auch nicht laufen. Und wenn ich in der Forschung weiterkomme, bringt mir das auf jeden Fall auch für den Rest was. Okay, wir haben gerade keine von unseren 4 Raketen. Unsere fünfte wurde ja leider... Unsere fünfte Rakete ist ja leider kaputt. Momentan. Ich hätte jetzt fast gesagt, die ist im Urlaub. Aber das ist sie ja definitiv nicht.
Wir brauchen Maschinenteile, ne? Wie teuer ist denn eine Nachschubkapsel mit Maschinenteilen? Zu teuer auf jeden Fall. Ja, ich weiß, dass du fertig bist, aber ich möchte, dass du bitte noch kurz wartest, weil ich möchte nicht, dass hier noch ein Turi ist. Beziehungsweise ich möchte, dass immer eine Rakete auf jeden Fall hier noch wartet. Und das ist also jetzt eigentlich so das Problem, wenn du noch 3 Sekunden länger wartest. So, wie sieht das Ganze hier unten inzwischen aus? Sehr materialienreich wieder, das finde ich auf jeden Fall gut. Und hier machen wir mal kurz auf Play, weil die nächste Rakete ist da. Wenn man das auf dreifach macht, geht das echt schnell. Und die 19 Passagiere dürfen landen. Ja, ist auch wurscht. Ich brauche sowieso Leute. Lassen wir sie mal da oben landen, ruhig. Das ist schon okay. Das macht jetzt, wie gesagt, auch den Unterschied nicht so krass. Wenn das hier vorbei ist, werde ich diese Rakete dann direkt zum nächsten Meteoritenschauer lenken. Und dann holen wir so einfach, in Anführungsstrichen künstlich, sehr viel Eisen auf den Mars, damit wir unsere Maschinenteileproduktion erhöhen. Aber... Also meine, nicht Maschinenteile sind das, ne? Genau, Maschinenteile, ja. Damit wir die einfach erhöhen. Also ich sehe da jetzt aber auch nicht das Problem, warum ich das nicht machen sollte. Zack, wie sieht das aus? Du hast immer noch nur einen Turi. Haben wir denn wirklich nur noch einen Turi hier? Also ich habe kein Problem damit, wenn ich die Rakete wegschicke. Das ist nicht so das Problem, aber... Diese Kolonie muss halt dann ein bisschen warten, bis wieder was kommt, ne? Das ist, ja, ärgerlich. Ankommende, Abreisende, 3 da unten direkt wieder. Oder sind die jetzt alle woanders? Ne, die sind alle da oben, das ist gut. Haben wir gerade eine Rakete hier? 5, alles klar. Ja, dann machen wir das so, dann schicke ich diese Rakete jetzt auch wieder los hier. Und... Weil wir brauchen ja... Ich brauche ja in beiden Kolonien, Leute. Das ist jetzt also nicht so das Geheimnis. Und deswegen starte ich dann einfach immer diese 3 Raketen jetzt hier im Wechsel... mit Turis und Nicht-Turis. Wie gesagt, starte ich jetzt einfach immer im Wechsel, sodass wir in diesen 3 Standorten immer mehr Leute in die Kolonie reinpumpen. Mit der 4. Rakete hole ich immer wieder diese Meteoritenschauer. Beziehungsweise das ist meine Backup-Rakete, wenn dann mal wieder, falls bei den anderen 3 was schief gehen sollte, habe ich das Backup. Die normalerweise dort steht, steht jetzt hier. Und das ist natürlich blöd, weil hier kein Nahrungslager ist. Das wollen wir aber einfach mal eben dahin platzieren, dann müssen meine Drohnen nicht so weit fahren. Ach, da ist doch eins hier. Ja, dann ist auch egal, dann kann ich das hier wieder abreißen. Da ist ja doch eins. Dann können wir die nämlich auch ganz in Ruhe lassen. Und uns wirklich auf die Vergrößerung der Kolonie konzentrieren, sodass die gerettet wird. Man glaubt das kaum, ne? Und was ist hier jetzt los? Eine ganze Menge, aber irgendwie auch nichts. So, der Forschungsbonus von diesem Meteoritenschauer ist ein bisschen traurig. Mein Erkunde hat nichts dazu bekommen.
Aber Essen wollte er wahrscheinlich auch alle haben hier auf der Kolonie, deswegen lasse ich den einen da auf jeden Fall in Ruhe ausladen. Bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt hier in Panik verfalle, ne? So, und die dann einfach so wegschicke. Der eine ist sowieso, die Ein-Sterne-Bewertung von dem einen da wird mir sowieso keine Bewerber bringen. Ich werde wenig Geldmittel durch die beiden bekommen, die da sind. Ja, was soll ich sagen, ne? Es ist halt in Anführungsstrichen blöd gelaufen. Aber allgemein, dass ich in eine Rakete landen muss, damit Touris wegkommen, finde ich, ist halt... ja, mehr als bescheuert. So, machen wir das Ganze einfach mal ein bisschen schneller hier. Zu verlieren haben wir schließlich nichts. Wo ist denn unsere vierte Rakete gerade? Achso, hier. Eins. Zur Erde. Zur Erde. Und auf dem Weg zum Mars. Okay. Ich hätte gerne eine fünfte Rakete. Und wenn ich nicht die Befürchtung hätte, noch ein Hilfspaket zu brauchen, würde ich mir die auch einfach kaufen. Aber ich fürchte, dass ich so nicht fertig werde. So, und jetzt wollen wir hier mal mit den... Was sind meine Transporter hier? Die beiden Urlauber. Die nur gewartet haben, bis hier unten der Sturm sich legt. Bitteschön, du darfst an diesen Brocken wagen. Und du dich an diesen Brocken wagen. Was machen meine Kommandeure? Wo bist du? Da oben brauche ich auf jeden Fall einen. Wo bist du denn gerade? Du bist da unten, da brauche ich auch auf jeden Fall einen. Wo bist du? Da brauche ich zwar nicht zwangsläufig einen, aber da ist was nicht eigentlich jetzt angeschlossen. Was? Okay. Eine unnötig komplizierte Rohrleitung noch zu dem. Dich brauchen wir da aber auf jeden Fall auch. Wo bist du? Du bist unterstützend dort eingesetzt. Ja, guck mal, dann brauche ich dich da auf jeden Fall eigentlich nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, was habe ich mit dir vor? Ich möchte mit dir eine Rampe bauen, damit meine Transporter es ein bisschen entspannter haben. Und zwar von hier nach möglichst unauffällig sozusagen. Ja, was heißt unauffällig, ne? So eine fette Rampe fällt halt schon auf. Aber irgendwie möchte ich halt, dass sie nicht... Ich möchte halt sozusagen die natürlichen Gegebenheiten des Marses, so wie diese Rampe, ja irgendwie auch... relativ unauffällig ist. Ist auch egal, ich baue die jetzt einfach von hier nach hier und dann ist gut. Sei es, wenn sie auffällig ist, ist sie halt auffällig. Also, gefällt mir das nicht. Ja, so fände ich es, glaube ich, nicht schlecht. Ja, machen wir es so. Da fährst du jetzt bitte hin. Die Leute da haben Drohnen. Ich weiß, es ist jetzt gemein, aber ihr habt hier Drohnen genug. Es dauert halt nur ein bisschen länger. So, jetzt haben wir die beiden Touris da weg. Die sich sowieso nicht gefreut haben, hier zu sein. Am Ende war es für die ja auch nur noch eine Tortur. Aber dann haben wir hier die Rampe auch mal fertig gebaut. Wenn ihr beiden mit Eisen voll seid, dann könnt ihr noch nicht hierher fahren. Noch nicht. Das wird gebaut, die Rampe. Und dann müsst ihr das Eisen ganz dringend... Das alles Eisen muss jetzt nach hier, damit hier diese wunderbare Maschinenteilefabrik bloß was zu tun hat.
Haben durch die beiden sogar noch Bewerber bekommen? Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Aber naja, gut, okay. Ich beschwere mich natürlich nicht. Was ist das hier? 7 Passagiere. Du bist voll aufgetankt und hast auch Bewerber, also Touris, an Bord 3 Stück. Dann kannst du auch abfliegen. Ohne Probleme. Und jetzt muss ich hier Pause machen, weil das geht mir gerade zu schnell. Die 7 Passagiere. Jetzt muss ich hier überlegen. Die Bounty ist schon länger weg, ne? Aber das ist auch egal. Da habe ich gerade, glaube ich, keine überfälligen Touris. Hier weiß ich, sind welche gelandet. Dann kommt die nach hier. So. Du bist 45 Eisen voll. Bitte komplett dort entladen. Ist wichtig, brauchen wir. Und wir brauchen Maschinenteile so dringend, ne? Also diese Elektronikteile auch schon wieder. Verdammt. Wie teuer ist eine Nachschubkapsel? Ja, zu teuer. Ich hab's befürchtet. Was mach ich denn jetzt? Gehe ich noch weiter runter mit dem Geld? Weil Priorität haben die, aber es bringt halt nichts, wenn die nicht repariert werden können, weil die Ressourcen nicht da sind. Research complete. Forschung abgeschlossen, das ist gut. Die Forschung ist richtig und wichtig. Tatsache. Weil jetzt kommt so ein bisschen schnellere Forschung von dem Ganzen. Jetzt nehmen wir mal das billigere. Nehmen wir ruhig mal dieses Ding jetzt hier, das ist schon okay. A colonist has died.